tut mir voll leid, ey. Das ist ja aktiviert. Normalerweise müsste ich hier eigentlich... Nee. Hä? Ist doch genau das gleiche Prinzip wie hier. Ich baue das jetzt einfach mal wieder drüben nach. Das jetzt weggehen müsste. Tut mir leid. Ich muss mir das irgendwann noch mal genauer anschauen. Ich habe wirklich gerade Blackout im Kopf. Nee, da fehlt auch noch Holz. Aber das stört mich jetzt so extrem da. Weil ich weiß, dass es noch nicht fertig ist. Das stört mich. Ist nicht irgendwie schneller. So, machen wir erstmal eine Spitzhacke. Ah, und doch, Eisen haben wir noch dabei. Doch, ich mache jetzt erstmal ich mache jetzt erstmal weitere Kisten. So gefällt mir das nicht. Oder noch eine Kiste. Steine können wir behalten, Erde kann raus. Kies auch, Erde auch, Wasser auch. Können wir auch erstmal raus. So. So, Entschuldigung, ich muss nur kurz mal was gucken wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe nur gerade mal geguckt, wie weit das Video hochgeladen ist. Also die zweite Adventure Map Folge. Und eben war es auf 34. Das finde ich ein bisschen zu langsam. Letzten Tagen ging es irgendwie schneller. Aber Hauptsache es wird hochgeladen. So. Schaufel haben. Eine zweite Schaufel haben wir jetzt auch nicht. Können wir auch gleich wieder eine neue Schaufel bauen. Oder craften. So, kloppen wir die Erde hier weg. Und jetzt ist die Schaufel auch schon kaputt. Machen wir uns wieder gleich zwei Stück. Ja. Zwei Sticks hier unten, zwei hier oben und zwei Eisen hier oben und das ergibt dann gleich zwei Schaufeln. Ich kann ja mal nachher, also wenn ich mit Aufnahmesession hier fertig bin, kann ich ja dann nachher mal in den anderen Welten gucken, die ich habe. Oder Multiplayer, wie ich das mit der Pistentür gemacht habe, weil ich habe irgendwie gerade totalen Blackout. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Am liebsten würde ich jetzt wieder eine Aufnahmesession, nächste Aufnahmesession, kurz wieder eine Pause machen, um dann den Timbermod reinzuhauen, weil ich gleich Holz holen muss. Nein, du explodierst hier nicht. Zack, zack.
Und am 2. April werde ich 16 und da werde ich mir, denke ich mal, eine neue Grafikkarte zulegen. Also die 2 bis 300 € kosten wird, denke ich mal. Weil dann kann ich endlich auch mal mit Shader Mod spielen. Weil jetzt der Grafikkarte, die ich drin habe, die kostet, glaube ich, 100 €, ist nichts Besonderes, nichts Großartiges Besonderes. Und wenn ich nicht aufnehme, habe ich mit dem Shader Mod so 20, 25 FPS und das gefällt mir nicht. Das mag ich einfach nicht. Mit so niedrigen FPS-Zahlen zu spielen. Mit bei der Aufnahme habe ich das noch nicht getestet. Aber kann ich ja mal irgendwann nochmal machen. Weil ich finde den Shader-Mod so geil. Na, diesen Schatten-Mod finde ich nicht unbedingt so geil, aber den Wasser-Shader finde ich so extrem geil. Sieht so realistisch aus. Kronk hat den ja jetzt eine Weile schon drin. Ich sag Kronk, tut mir leid, aber ich mag ihn nicht so unbedingt. Ich habe ihn zwar abonniert, aber ich gucke seine LPs nicht so regelmäßig, weil ich ihn nicht so großartig mag, aber gibt was Schlimmeres auf der Welt. Das Einzige, auf was ich mich jetzt auf seine Let's Show freue. Wenn das auch mal irgendwann wieder rauskommt, sein letztes Let's Show war ja, keine Ahnung, 2011, 2010, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, da wird die Let's Show 10 oder was das die neueste denn sein wird, mit der Folge 1000 einbringen. Dass er die Welten irgendwie zusammenkopiert oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr Sarazar kennt, Sarazar LP oder Sarazar. Der hat ja auch mal Let's Show Sommerland gezeigt. Ich glaube, die werden das irgendwie so irgendwie in die Linie zusammenbringen. Dass die irgendwie ihre Welten zusammenbringen. Kronk Let's Show mit Sarah Let's, also Sommerland, Let's Show oder wie das da heißt. Sommerland, ja Sommerland heißt das, glaube ich. Ich glaube, die werden das zusammenbringen. Ich glaube, die bauen die ganze Zeit an der Map rum und irgendwann werden die das zusammen aufnehmen und dann wird das eine extrem große Karte sein. Denke ich mir mal so, die dann 2 Stunden oder so geht. Hoffe ich mal auch. Weil ich finde die Let's Show Welt von Kronk richtig geil. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch Kronk guckt. Oder Sarazar. Wie gesagt, ich gucke Kronk nicht so oft. Ich gucke Kronk vielleicht alle 15 Folgen nur. Mal. Und ja. Am meisten gucke ich eigentlich Devito LP. Weil das ist mein Favoriten-Let's Player. Schaut bei seinem Kanal vorbei, Debito LP. Der wird jetzt auch bald seine 640 hat er jetzt, glaube ich, schon. Und bei der Folge 666 wird er auch ein kleines Special rausbringen. Da wo er gegen den Widder kämpft. Mit Pete Smith. Ich weiß nicht, ob ihr Pete Smith kennt. Auf jeden Fall gucke ich die auch eigentlich regelmäßig. Und ja, er wird dann halt mit Hardy Bram, ja, Hardy und Bram zusammenspielen. Bei der Folge 666. Da werden die gegen den Widder spielen. Widder, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, auf die freue ich mich auch extrem geil drauf. So viel Holz haben wir denn jetzt? 37 erst. Ich komme mir vor, als ob ich hier schon 2 Stunden Holz farme. So, über was können wir denn als nächstes reden? Ach so, abonniert meinen Kanal und Favoriten. Favorit macht ihn Favoriten. Macht einen Daumen hoch.
Ja, das wollte ich einfach jetzt mal so gerade so sagen. Würde mich extrem freudelich in mein herzlich machen. Du. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal irgendwie 1000 Abonnenten haben werde oder 100 Abonnenten. Ob ich das mal irgendwann schaffen werde. Oder ob ich überhaupt nur 100 Abonnenten bekomme. Aber ich denke eher nicht. Weil ich habe zu spät angefangen aufzunehmen. Also mit dem Let's Playen. Heutzutage gibt es ja tausende von Let's Playern. Und da wollt ihr doch nicht meine Videos gucken. Oder da wollt ihr doch nicht meine Videos gucken. Aber ich hoffe, ihr wollt meine Videos gucken. So, ein Stack Holz können wir gleich zwei rausmachen. Ich schrotte den ganzen Wald hier aus. Aber das können wir nach und nach immer bepflanzen. Oh, im Multiplayer habe ich schon alles, was es gibt. Alles, was man bauen kann. Also alles, was man benötigt. Und hier habe ich noch momentan noch gar nichts. Außer ein kleines Haus. Mehr habe ich noch nicht. So, das war das Zeichen, dass wir zurückgehen sollen. Nämlich die Hacke ist kaputt. Können wir auch gleich unsere Melonen futtern. Ja, schöner Berg. Können wir auch mal irgendwas drauf bauen. So, das waren keine meiner spastischen Anfälle. Der wird schon wieder hier Randale machen. Und reicht das Holz noch? Ich hoffe mal, weil ich jetzt keine Lust habe, nochmal Holz zu fahren. Ein Steak schon weg. Oh, ich will mit dem Shader Mod spielen. Aber leider kann ich es momentan noch nicht. Mein PC, was für die Grafikkarte ist eigentlich viel zu schlecht. Ich kann euch ja mal sagen, welche Grafikkarte ich habe. Das ist die von Nvidia, die GTX 650, wenn ich mich noch dran erinnern kann. Ja, 650, GTX 650. Könnt ihr einfach mal bei Amazon oder sowas gucken oder Google, wenn ihr Lust habt. Man kann schon zwar immer Shader Mod spielen, aber dann hat man 20 bis 25 FPS. Na, mit den alten PC habe ich damals auch nur mit so wenig FPS gespielt. Heute, also ich habe ja einen neuen PC, also etwas neueren PC. Mit denen habe ich, wenn ich ohne aufnehmen und sowas, knapp 200 FPS. Und jetzt kommt's wieder. Ihr könnt ja mal unter den Kommentaren schreiben, wie viele FPS ihr habt. Wie ich das immer sage, ihr könnt einfach mal unter den Kommentaren schreiben, wie viele FPS ihr habt. Upsala. Jetzt komme ich nicht mehr raus, doch. Ich finde es schade, dass mal bei den Feldern, also bei der Wirtschaft, Wirtschaft-Dings hier, nicht ein Wasser, also nicht ein Wasserloch unter das Feld setzen kann. Das Beispiel, dass man das jetzt, das Wasser hier drunter setzt, da drunter setzt, dass denn das auch hier oben bewirtschaftet wird.
Nicht, dass man das da immer daneben oder so eine Seite bauen muss. Finde ich auf jeden Fall geil. Bei der 1.5 soll es auch, soll das jetzt auch mehr kosten, Weizen und sowas zu, wie soll ich das nennen? Auszubauen? Ne, nicht auszubauen. Zu bewirken. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall kostet das 3 bis 4 Bone Meals oder sowas. Oder 2 bis 4 Bone Meals. Das ist genauso wie bei den Baumsaplings. Wird das jetzt auch 2 bis 4 Baum Dings kosten. Knochenmehl. Das finde ich eigentlich eine scheiß Idee. Weil von für die Anfänger, die jetzt noch nicht so viel Knochen haben, so wie ich gerade, ist das ein bisschen blöd. Da müssen die immer warten, bis ihr Weizen fertig ist. Ja. So, dann können wir auch gleich schon wieder Holz farmen. Upsala. Das war im letzten Mal noch die Steine hier. Das ist auch noch schnell weg hier. Entschuldigung. Da haben wir noch die Glasscheiben. Upsala. Ich will mal kurz was bei den Einstellungen gucken.